Digitalisierung, Fachkräfte, Investitionsschwäche und Energie. Das sind die vier großen Themen. Ein wirklich wunderbares Format. Bin völlig begeistert. Ich bin beeindruckt von der Fülle der Teilnehmer, auch hochrangiger Teilnehmer. So viele hochkarätige Leute aus Gesellschaft, aus Gewerkschaften, aus Wirtschaft und Politik zusammenzubringen, das ist schon was. Einfach mal ein neues, auch ein bisschen interaktives Format aufzulegen, das fand ich doch lohnenswert. Klare Statements, Themen, die nicht so beachtet werden. Man sozusagen daraus eine Menge machen kann, man hat eine Menge in kurzer Zeit. Sehr schön zu sehen, wie hier die einzelnen Interessenvertreter auch in kürzester Zeit auf den Punkt kommen müssen. Man kriegt ein gutes Bild davon, was immerhin die, wenn Sie wollen, die Meinungsmacher in diesem Lande jetzt machen. Fand ich sehr gut. Ja, ich war letztes Jahr schon hier und ich glaube, dieses Jahr ist noch besser. Insofern tut der Politik hier das Zuhören und Mitdiskutieren gut. Sehr verdienstvoll. Den ganzen Tag auch eingeplant. Ich bin jetzt Chefredakteur, nehme ich schon mal mit, dass wir halt die vielen Themenfelder auch aufgreifen müssen. Die Veranstaltung hat wirklich einen Spannungsbogen von Anfang bis Ende. Dann haben wir, glaube ich, neue Maßstäbe gesetzt. Die Veranstaltung ist klasse. Das Format mit den 5-Minuten-Statements ist sehr gut. Das hätte ich dem Tagesspiegel so gar nicht zugetraut. Großes Kompliment.